Ja, hallo meine Freunde, das nächste Video. Ja, das Thermatec S300 TG. Das wollen wir uns anschauen. Ich habe es mal direkt so liegen lassen, gerade ausgepackt. Wie ihr wisst, ich mache hier immer so Filzpads drunter, damit es auf dem Tisch besser sich drehen lässt, damit ich es besser präsentieren kann. Weil mit so einem Drehteller, das habe ich schon ein paar Mal probiert, das haut meistens auch nicht hin. Ja, darum mache ich das immer mit den Filzgleitern. Also nicht wundern, dass hier so braune Punkte drauf kleben. Und da habe ich mir gedacht, lasse ich es direkt mal so liegen. Wir sehen hier schon mal den Boden. Wir haben hier Staubfilter zum Rausklicken, das heißt also rausnehmen. Ja, ich sage immer, so oft macht man es ja auch nicht. Das Schöne ist hier nur bei den Staubfiltern, ja, einfach auswaschen, unter Wasserhahn halten, trocknen lassen und dann kann man die wieder einklicken, ne? Also verkehrt ist das auch nicht. Ja, halten auch gut. Hier, wenn man das so sieht, überall Haken, oben hier, überall kann man die auch wieder schön einhängen. Wir haben also von unten her schon mal schöne Luftzufuhr, einmal fürs Netzteil, einmal noch für Lüfter, Radiatoren oder, weil hier sitzt auch der Festplattenkäfig, da kriegen die dann auch noch mal schön Luft. Wir haben hier eine große Öffnung noch mal, wo auch noch mal die Frontlüfter Luft ziehen können. Wie gesagt, vier große Gummifüße. Wir haben einen großen Abstand zum Boden hin. Wenn ich das nämlich jetzt mal aufstelle. Ja, also wir haben hier schöne Bodenfreiheit, damit auch von unten die Hardware schön Luft ziehen kann. Und wenn wir uns, fangen wir mal hier wieder mit der Front an. Ja, hier ist noch ein paar Fingerabdrücke drauf, das sieht man. Ja, geht man aber einfach hin und wäscht das Ganze ein bisschen ab, ist auch kein Problem. Hier haben wir nochmal einen schönen Schriftzug, Thermatec draufstehen, TT. Die Front ist zu. Mal was anderes, ja, als wenn man immer jetzt hier die Lüfter sieht. Ich bin der Meinung, vielleicht mehr Wert aufs Innere legen. Und wenn wir uns dann hier das Seitenteil anschauen, wir haben hier noch mal einen großen Staubfilter. Ja, hier sehen wir natürlich, wenn wir hier RGB-Lüfter hinbauen würden, sehen wir von der Seite auch mal was. Vielleicht auch nicht verkehrt. Ich sage ja, immer mal was anderes zeigen. Wir haben hier nochmal schöne Staubfilter sitzen, schöne große Öffnungen, damit die Frontlüfter auch wirklich richtig schön Luft ziehen können. Ja, was mich hier bei dem Gehäuse beeindruckt hat, ist eigentlich auch der Preis. Wenn man sich den Preis mal anschaut, wie gesagt, Preise ändern sich, aber schaut mal unter Geizhals zum Beispiel. Da könnt ihr mal gucken, das hat wirklich einen sehr guten Preis. Und wir haben ein Gehäuse, wo wirklich viel reinpasst. Ja, viele sagen immer, boah, ich bin nicht bereit, da 100, 150 oder 200 Euro für ein Gehäuse ausgeben. Das haben wir hier nicht. Hier habt ihr wirklich für kleines Geld viel Gehäuse. Also wirklich absolut toll. Und wir können hier auch wasserkühlungsmäßig technisch was verbauen. Wenn wir uns die Seite anschauen, hier ist schon mal ein vorinstallierter 120 mm Lüfter. Kann man natürlich austauschen, auch gegen einen 140 mm Lüfter. Wir können den Lüfter bestimmen, das sind mindestens 3 cm, wenn sogar nicht mehr. Das sind sogar 4,5 cm rauf oder runter setzen. Kommt immer darauf an, was wir in dem Deckel verbauen, ja, was wir hier an Radiatoren oder Lüfter verbauen. Können wir den Lüfter hier wunderschön rauf und runter setzen. Slotblenden haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Nicht zum Rausbrechen, sondern zum Rausschrauben. Hier sehen wir die Schrauben. Ja. Das ganze Bracket, was mich hier auch so absolut beeindruckt hat, können wir rumdrehen, so dass wir die Grafikkarte vertikal setzen können. Wir brauchen kein extra Bracket. Ja. Wir haben die nicht direkt vor der Scheibe hängen, weil meistens haben die Gehäuse ja hier nochmal 2 oder 3 Slots. Ja, dann hängen die ziemlich nah vor der Scheibe, kriegen kaum Luft. Hier, wenn wir das Bracket drehen, haben wir natürlich die Möglichkeit, dass die Grafikkarte so setzen, wie wir das haben möchten, dass die auch weit entfernt von der Scheibe sitzt, dass genug Luft dran kommt. Netzteilfach haben wir hier nochmal 2 große Gummisitzen. Das heißt, das Netzteil ist auch damit nochmal schön entkoppelt. Wie gesagt, die untere Öffnung ist da. Also das sieht meines Erachtens schon mal wirklich alles sehr gut aus. Hier oben, wenn wir uns mal
die Seite anschauen. Wir haben hier wunderschönen Powerschalter. Wir haben hier zweimal USB 3.0. Wir haben hier USB 2.0. Nee, das ist der 3.0. Moment. Und hier haben wir zweimal USB 2.0. Wir haben Audio, Kopfhörer und Mikrofon. Wir haben eine HDD-LED und einen Reset-Power. Ja. Och, hier fehlt auch ein Gummischen. Das ist mir bestimmt gerade irgendwie weggeflogen hier. Da sitzen also alles auch Gummis drauf. Finde ich gar nicht so verkehrt. Kann man drin lassen, wenn man sie nicht braucht. Verstauben sie auch nicht. Fällt auch kein Staub und Dreck rein. Ja, also mit sogenannten Staubkappen kann man sagen. Ne, kann man sie auch nennen. Und wenn wir uns mal hier den Staubfilter anschauen, der sitzt auch hier. Ganz normaler Staubfilter. Und schaut euch mal an, was wir hier für Möglichkeiten haben. Entweder lüftermäßig oder radiatorenmäßig können wir hier natürlich richtig viel verbauen. Ja, wir können die Lüfter oder den Radiator auch variieren. Also das fand ich so toll bei dem Gehäuse. Also da muss man, ich glaube, da muss man lange suchen, bevor man für den Preis so ein tolles Gehäuse bekommt, mit so einem tollen Airflow, ja, dass wir hier wirklich auch einen schönen Durchzug haben, dass Seite auf ist, oben, unten, vorne, genug Platz, ja, also das ist absolut fantastisch. Denn auch auf der Seite hier, schaut mal hier, riesengroße Öffnungen, also wirklich auch ziemlich breit hier, dass die Lüfter wirklich toll Luft ziehen können. Wir haben hier eine wunderschöne Glasfront, ja, also auch nicht verkehrt, ne? Die wird hier hinten gehalten mit zwei Rennelschrauben. Gucken wir gleich. Wir machen mal hier die Seite auf. Und das geht auch hier mit Rennelschrauben. Ja? Sind nicht selbsthaltend. Darum auch rausschrauben. Dann ein bisschen ziehen an der Seitenwand hier. Ja? Und jetzt kann man die ganz einfach abhebeln. Und ihr seht auch hier, ja, absolut toll verarbeitet. Sehr schöner Stahl, also wirklich sehr gut, nichts Dünnes irgendwie. Das ist wirklich richtig schweres Material. Die stellen wir mal kurz auf Seite, damit wir dann jetzt hier uns die Seite mal anschauen können. Hier sehen wir schon das Zubehör, was noch dabei ist. Dann kommen wir mal hier zu der Seite. Kabelmanagement haben wir hier ungefähr 2,5 bis 3 cm Platz. Ja, ist auch immer ganz wichtig, dass wir einiges an Kabel hier verlegen können. Ja, aber Kabel, wisst ihr selber, das ist immer so eine Sache. Ja, es kommt immer darauf an, was man verbaut, wie man es verbaut. Wenn man natürlich jetzt Lüfter hat mit RGB, da sind meistens 2 Kabel. Also das ist meistens, ich bin der Meinung, das meiste, was an Kabel drauf geht, also wo wir ja das meiste mit verlegen müssen, weil diese Anschlüsse hier oben, wenn wir uns das mal anschauen, ja, die kann man ja wirklich schön hier seitlich verlegen. Da haben wir hier schon mal gar nichts liegen. Wir haben hier schöne Durchreiche, also Öffnungen. Entschuldigung, wir haben zwar keine Gummis, ja, in dem Sinne, aber ich sage immer, ja, mit den Gummis, das gefällt vielen auch nicht, kriegst die Kabel kaum durch, ja, und sieht je nachdem auch nicht gerade so toll aus. Aber ich sage immer, man muss hier den Preis sehen. Die Kanten sind natürlich schön abgerundet alle. Ja, wir haben hier oben nochmal 2 Durchführungen. Hier wichtig für CPU-Kabel, hier wichtig für Lüfterkabel und so weiter. Hier eine große Durchreiche, wir haben hier die Öffnungen für den Seitenradiatoren oder Seitenlüfter, die wir installieren wollen. Wir haben hier 2x2,5 Zoll Festplattenhalter. Ja, die werden abgeschraubt. Dann werden die hier drauf geschraubt. Haben wir also schon mal 2 Festplatten, die wir hier verbauen können. Finde ich auch nicht verkehrt. Dann gucken wir uns mal die Frontsachen an. Also wie gesagt, einmal USB 3.0, darum auch nur ein Kabel. Meistens sind es ja 2. Ja. Dann haben wir hier einmal den USB für die 2 USB 2.0. Dann haben wir hier einmal den HD Audio.
Ja, hier sieht man natürlich wieder die bunten Käbelchen, aber ich glaube, das habe ich jetzt schon oft gezeigt, werde ich aber wahrscheinlich hier auch nochmal zeigen, wie wir das Ganze gelöst kriegen mit sogenannten Schrumpfschlauch. Ja, ist also wirklich sehr einfach. Bestellt euch einfach ein bisschen was, kostet nicht viel Geld. Feuerzeug hat jeder zu Hause, ja. Oder so ein kleiner Brenner, der kostet auch nicht viel, kriegst du im Baumarkt, zeige ich euch nochmal. Dann kann man das hier schön in schwarz kriegen. Ich hatte mal einen, der hat dann gesagt, mit dem Edding kann man die auch schwarz malen. Geht auch. Naja, wie gesagt, das kann man machen, wie man möchte. Dann haben wir hier die ganzen Frontanschlüsse. Wir haben hier zum Beispiel den HDD-LED, Power-LED, Power-Switch und den Reset. Ja, also die, die wir eigentlich kennen, ja, alle in schwarz gehalten. Damit haben wir eigentlich schon mal so die Kabel, die hier liegen, dann auch schön sauber verlegt. Wie gesagt, das kann man hier richtig schön sauber machen. Wenn wir natürlich RGB-Lüfter, du hast jedes Mal zwei Kabel, je nachdem noch einen Controller, da wird es natürlich hier schon, wie verbaue ich alles, wenn wir die zwei nicht brauchen, würde ich die zum Beispiel direkt abschrauben, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz, je nachdem für einen Controller oder. Ja, ansonsten finde ich das schon mal sehr gut aufgeräumt. Wichtig ist aber, dass wir ja Platz haben im Inneren für Hardware, der wirklich mal sagt, okay, ich brauche einen großen Luftkühler. Ja, wer zum Beispiel hier Luftkühlung machen möchte, ziehen wir die auch mal ab, einfach nur daran ziehen und dann kann man die auch abheben. Wichtig ist, haltet die fest, die ist unheimlich schwer. Da hängt der ganze Rahmen mit dran. Ihr seht, da sind auch einzelne Clips noch, dass die sich nicht irgendwie abdrückt. Ja, wir haben also hier keine Schrauben, die wir an der Scheibe haben, sondern alles schön von hinten. Und wenn wir mal schauen, die Folie mal hier so ein bisschen abziehen, dann seht ihr schon, die ist glasklar. Da ist also nichts getönt. Ja, ist auch ganz wichtig, dass wir die Hardware auch sehr schön präsentieren können. Ich finde das auch immer ganz wichtig. Ja, sonst würde man sich ja wahrscheinlich nicht so ein Gehäuse kaufen, wenn man jetzt hier eine dunkle Scheibe macht und kaum was sieht, nur ein bisschen RGB sieht. Also ich finde das immer, ja, ist aber auch Geschmackssache. Also ich finde ganz klar eigentlich sehr schöner, dass man dann auch die Hardware sieht. So, die setze mal auch kurz auf Seite. Upsala. So, und dann sehen wir hier schon wirklich absolut viele Möglichkeiten. Wir haben hier nochmal ein 2,5 Zoll Festplattenteil. Hier nochmal eins, das wären dann schon 4x2,5. Dann haben wir hier 2x3,5 oder 2x2,5. So haben wir, wenn wir möchten, 4x2,5 und 2x3,5 sind 6 Festplatten oder 6x2,5 Zoll. Ja. Ich bin der Meinung, in der heutigen Zeit, so viele braucht man vielleicht gar nicht. Es kommt immer darauf an, was baust du für einen Rechner? Ja, ist der für die Firma, für dich, je nachdem, brauchst du viel Festplatten, brauchst du verschiedene, brauchst du eine Kopie, willst du einen RAID machen, ja, mit verschiedenen Festplatten und so weiter. Ja, das ist immer so eine Sache, das kommt drauf an, was man braucht. Und wenn wir uns das Bracket hier mal anschauen, ich zeige das mal kurz. Was fällt euch hier auf? Wir haben zwei Brackets. Wir können hier sogar SLI vertikal verbauen. Ja, passende Reiserkabel ist auch immer ganz wichtig. Ja. Wichtig ist, wenn ihr Thermatec-Reiserkabel nehmt, dann passt das natürlich hier zum Anschrauben. Ja, ich habe zum Beispiel ja das letzte gezeigt, das hatte ich glaube ich bei Amazon bestellt, das passt dann nicht so richtig, ja, ist aber auch nicht schlimm, es liegt trotzdem hier so ein bisschen auf, es hängt ja hier hinten drin und je nachdem, wenn ihr Wasserkühlung macht, wenn ihr Luftkühlung macht, kommt ja auch immer drauf an, dann hält das Ganze schon, ja, aber wichtig ist, wir haben eben zweimal die Möglichkeit mit zwei verschiedenen Brackets. Dann haben wir hier eine schöne Öffnung fürs Netzteil. Viele machen das. Ja, es gibt ja mittlerweile Netzteile. Da kann man hier an der Seite dann den Wattverbrauch sehen. Sind zwar noch etwas teurer, von Asus zum Beispiel kenne ich das. Ja, das zeigt dann den derzeitigen Stromverbrauch an. Ja, wer das Geld dafür ausgeben möchte. Ansonsten gibt es natürlich auch
von Thermatec schöne, es gibt von Be Quiet schöne Netzteile, wo auf der Seite dann auch mittlerweile ein schöner silberner Schriftzug drauf ist. Das kommt durch so ein Fenster natürlich auch nochmal ganz gut. Ne? Wer das nicht haben möchte, wer sagt, ne, ich habe aber jetzt ein Netzteil, da ist so ein Aufkleber ja drauf, wo dann die technischen Daten draufstehen. Da empfehle ich euch immer, kauft euch ein bisschen Folie. Ja, die kriegst du auch in jedem Baumarkt, kostet ein Rollchen 5 Euro oder was. Und dann klebt ihr da einfach auf das Netzteil einen schwarzen Aufkleber drauf. Auch nicht verkehrt. Kleiner Schriftzug. Zum Beispiel Schriftzüge, da habe ich öfters schon mal welche, die fragen mich, ja Kalle, wo lässt du das machen, deine Schriftzüge? Erstens habe ich vom Kai die Freundin, ja, das ist die Anja, die macht mir die, die hat einen Plotter, die macht sowas, ja, nebenbei, also was heißt nebenbei, ja, die hat eben sowas mal zu Hause und ja, hier und da macht die mir solche Teile. Ich finde das sehr nett von ihr und ja, ihr könnt das aber auch bei eBay, wenn ihr mal auf eBay geht und da Etiketten oder Aufkleber eingebt, da könnt ihr das auch nach euren Wünschen bestellen. Ja, solche Schriftzüge, die dann aufgeklebt werden, dann kommt die Schutzfolie ab, dann habt ihr den Schriftzug da drauf. Ja, kostet wirklich nicht viel. Für ein paar Euro kriegt ihr da wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Ihr könnt die Schrift auswählen, ihr könnt, was ihr da draufsteht, euer Namen, keine Ahnung, Super PC, keine, wie ihr das machen möchtet. Ja, also da ist auch eine Möglichkeit, wie ihr das dann hier so ein bisschen schön machen könnt. Ne? Ihr könnt auch hier von der Seite, habe ich auch schon gesehen, eine Acrylscheibe drauf machen. Ja, die kriegt man auch in Baumärkten, überall. Dann könnt ihr hier eine kleine Acrylscheibe drauf machen und von hinten vielleicht eine LED noch dahinter. Könnt ihr das auch nochmal beleuchten. Habe ich ja auch das letzte Mal gezeigt. Ist auch nochmal so ein nettes Gimmick, wo man dann hier noch eine Beleuchtung einbauen kann. Ja, da war mein Fuchs. Ja, ich habe einen neuen Klingelton. Nicht wundern, das war nicht ich. Ja, ja, sagt der eine jetzt. Ne? Also, das ist auch nochmal eine Möglichkeit. Wir können natürlich auch die Brackets, die sind natürlich wieder sehr stramm. Dann nehmen wir mal einen Schraubendreher. So. Ich habe so viele, dass ich sie hier manchmal in der Kiste gar nicht finde. Kann doch wohl nicht wahr sein, was denn jetzt hier? Ja, die liegen verkehrt rum. So. Also, die sind sehr fest. Können wir die auch mal losschrauben. So, wie gesagt, wer die nicht braucht, ja, kann die natürlich auch abschrauben. Ne? Ja, dann haben wir zwar hier oben auch die Löcher drauf. Wie gesagt, ihr müsst auch den Kasten nicht unbedingt. Den kann man notfalls auch ganz rauslassen. Ja, ihr könnt ja das Netzteil auch mit dem Lüfter nach oben installieren. Habe ich ja auch das letzte Mal gemacht. Sieht auch gut aus, ja. Wer dann sogar von Thermatec so ein schönes Netzteil hat mit RGB-Lüfter, ja, sieht natürlich toll aus. Ja, ist auch wieder eine tolle Sache, weil den Kasten, man kann ja alles demontieren. Ja, also ich zeige es jetzt nochmal, was wir hier alles ausbauen können. Ja, dann nehmen wir das Bracket auch mal weg hier. Das könnten wir auch nehmen, für eine Pumpe draufzusetzen. Ja, ein AGB, wer das machen möchte, sagt, nee, hier vorne ein Radiator rein, dann hier die Pumpe drauf, kann das hier als Pumpendeckel, also wo man die Pumpe da drauf stellt, ja, kann man auch machen, ist auch eine Möglichkeit. Ja. So, und den Kasten können wir auch komplett rausnehmen. Ich nehme jetzt mal die Schübe raus. Das wird, ihr könnt hier Schrauben reinmachen. Ja. Das Ganze kann man auch Werkzeug los, dass die hier so ein bisschen einrasten. Ja, ich würde es aber immer so ein bisschen, wenn wenigstens von jeder Seite eine Schraube rein, dann habt ihr sie schön fixiert. Ist auch nicht verkehrt. Ja, ziehe ich jetzt mal raus hier. Und hier haben wir schon das Zubehör. So. Dann gucken wir uns auch mal an, was noch als Zubehör dabei ist. Ich mache euch mal ein bisschen runter. So. Viel wird es wahrscheinlich nicht mehr sein. Gucken wir mal. So. So, also in der Front kann ich euch jetzt schon mal sagen, passt ein 360er. Hier passt ein 360er. Oben passt nur ein 280er oder ein 240er. Ja, ist auch ganz wichtig. Unten passt nochmal ein 240er. Und ein 280er, glaube ich. Müssen wir aber gleich noch mal gucken. Ja. Was haben wir hier drin? Wir haben hier ein paar längere
Abstandshalter, die kommen eigentlich hier an das Bracket hier. Ihr seht nämlich, das federt hier, ja? Kann ich hier runterdrücken, ne? Da kommt hier dieser Abstandshalter eigentlich rein. Ich dachte, die wären schon drin. Ja, die müssen wir also selber nochmal nachträglich anschrauben. Dann kommen die nämlich hier rein. Ich zeige das mal kurz. So. Einmal in die Schraube. Ich nehme mal ein Zängelchen dazu. Brauche ich jetzt ewig rumfummeln. So. Also einmal hier. So. So, seht ihr? Und jetzt ist das Bracket fest. Jetzt wippt das nicht mehr, dann haben wir das schon mal fixiert. Na, also das ist auch dabei, weil ich hatte nämlich eben schon gewundert, was federt so da unten. Normalerweise ist nämlich da und wir haben davon zwei Stück. Ja, also können wir die auch noch mal jetzt hier mit einer Schraube, da sind die Schrauben dabei, kann man das Ganze hier noch mal festschrauben, wer das machen möchte. Ja, also auch dabei, nicht wundern, muss man, wenn es kommt, selber noch mal installieren. Dann haben wir hier jede Menge Schrauben. Wir haben lange Lüfterschrauben dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 lange Lüfterschrauben. Wir haben normale Lüfterschrauben, Mainboard-Schrauben. Lautsprecher ist mit drin. Ja, wer das noch haben möchte mit Lautsprecher, wenn man jetzt keine LED hat auf dem Board, wenn Fehler sein sollten, kann man auch einen Lautsprecher nehmen. Und dann noch ein paar Kabelbinder. Dann haben wir das Zubehör durch. Ja, spontan. Reicht aber. Reicht aber. Wichtig war jetzt hier, dass das hier nicht so federt, dass der Abstandshalter dabei. Das war mir nochmal ganz wichtig, dass wir da das Ganze fixieren können. Ne? Und wenn wir jetzt hier dieses Teil raus, oder wir machen erstmal hier den Laufwerkskäfig raus, dann müssen wir das Ganze einmal rumdrehen. Da haben wir hier vier Schrauben. Ne? Die drehen wir dann einfach raus. Ist schon ziemlich stramm hier. So. Dann haben wir natürlich noch mehr Platz, ja, also wer die nicht braucht, dann raus damit. Ja, alles, was man nicht braucht, sollte man einfach rausmachen, weil desto mehr Platz hast du, desto besser wird der Airflow und so weiter. So, ja, und jetzt können wir den hier rausnehmen. Guck mal hier, jetzt haben wir da richtig Platz. Na, jetzt können wir natürlich hier bis unten schönen 360er, hier ein 360er, ja, oder eben nur einen hier an der Seite, einmal hier vorne Lüfter, die Frischluft dann für den Radiator hier bringen. Der pustet alles schön hinten raus durch den Staubfilter, der ja hinten an der Wand sitzt. Ja, und hier oben geht die restliche Wärme, hier oben noch Lüfter oder auch noch ein Radiator. Also das müsst ihr selber entscheiden, wie die Kühlung ist. Ihr kommt ja immer darauf an, was habe ich für eine CPU, ja, was mache ich mit dem Rechner. Ne? Manchmal reicht auch ein Luftkühler. Ja, wenn man da richtig schönen großen Luftkühler draufsetzt, gibt mittlerweile Möglichkeiten, auch da mit RGB einiges zu machen. Also da, ich sage immer, da muss einfach eure Fantasie so ein bisschen mitspielen. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt hinten mal zwischendurch einfach mal für mich, ja, das habe ich jetzt nicht aufgenommen, kein Video gemacht, weil das war einfach so eine Spontanaktion. Ja, habe ich da mal einen Rechner zusammengesetzt. Da könnt ihr mal kurz drauf gucken. Ich schwenke mal kurz rum. Ja, wenn ihr euch das mal da hinten anschaut. Ja, ne, da habe ich also eine Backplate gemacht aus Aluminium. Ne, schön in weiß. Da habe ich den Jonsbo Lüfter drauf, aber den Lüfter habe ich geändert und zwar in, sag mal schnell, einen Enermax Lüfter genommen. Ja, der hat 1500 Umdrehungen, der reicht für die Kühlung. Ja, ich habe ja da ein 5800X drauf sitzen und das Gehäuse ist ein Shakun TG6 und da habe ich dann noch drei Lüfter zusätzlich, das seht ihr, oben zwei, hinten einen, vorne sind drei.
Ja, das sieht sehr schön aus. Unten nochmal so einen schönen LED-Streifen hingelegt. Scheibe ist im Moment raus, weil ich da auch noch eine Aufnahme machen möchte. Ja, sieht richtig nett aus. Also wirklich, ich kann es mal kurz drehen, dass ihr das vielleicht mal ein bisschen besser seht, auch von der Front her. Ja, es ist wirklich ein sehr schönes System geworden. Vor allen Dingen auch schön leise. Ja, also es macht auch einiges her. So kann man es auch machen. Ne? RGB-RAM, also alles. Ja, die seht ihr ja, eine Backplate. Ne? Viele haben vielleicht auch noch keine Backplate. Einfach Stück Aluminium. Aluminium kann man schön zurechtschneiden, mit Folie bekleben. Ja, wie gesagt, da steht dann mein Name. Also was heißt mein Name? Da steht dann nochmal schön PC-Bauer drauf. Ne, hätte ich jetzt auch in schwarz machen können, ne, aber ich habe an das nächste Projekt gedacht, also an das übernächste wahrscheinlich erst. Ja, ich weiß nicht, wann das Gehäuse ja kommt, weil ich das wird wieder ein weißes Gehäuse. Ne. Und so kann man es auch mal, also auch sehr nett. Ne. So, gehen wir wieder zurück. So, also da ist immer gefragt, was macht man? Mal Kaffee trinken, weil der wird sonst kalt. Aber ich habe mal gehört, kalter Kaffee macht schön, ne? Ja, da muss ich noch viel trinken. So, wie gesagt, wir haben hier einen einzigen Lüfter vorinstalliert. Ne? Ja, ich finde es gar nicht verkehrt, den hätten sie sich eigentlich auch noch sparen können. Ne? Weil man geht ja meistens doch hin und sucht sich seine Lüfter aus. Ja? Der eine will die, der eine will die und der eine sagt, nee, ich schwöre auf die Lüfter. Ne? Das entscheiden sowieso viele selber. Und wenn jetzt hier noch mehr vorinstalliert wären, was nützt das denn, wenn die alle rumfliegen und die irgendwann kein Mensch mehr braucht und dann landen sie irgendwann im Müll? Bringt ja auch nichts. Ne? Also darum sage ich immer, oder man macht direkt, wie jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das Jacun, ne, dass man direkt RGB-Lüfter vorinstalliert, aber dann auch passend 3 und 1. Das ist immer so meine Meinung. Also hier vorne nur 3 ist manchmal auch verkehrt. Da musst du hier einen zusätzlichen noch finden, musst du den gleichen noch irgendwie finden, ne, dann passt das wieder nicht. Ne. Also das ist immer so eine Sache, also wie man das machen möchte. Ja, und ich finde, darum ist der Preis aber hier absolut okay. Absolut okay. So, wir kommen weiter. Wir bauen mal hier das Bracket jetzt aus. Da muss ich selber mal gucken. Da sind auch nochmal hier 2 Schrauben. Dann drehen wir die mal raus. So, einmal. Und hier 2-mal. Denn wer jetzt sagt, nee, Kalle, meine Grafikkarte möchte ich gerne ganz normal einbauen, ja, dann braucht man das Teil ja nicht drin lassen. Dann nimmt er das einfach raus hier. Ja, das ist ja das Schöne, wer es nicht braucht, wie gesagt, alles, was man nicht braucht, ja, haut es raus. Also das ist Quatsch. Komm raus, hier ist die Schraube. Da ist sie. Ja, das wäre Quatsch, wenn es drin bleibt. Und nur stört oder nicht so schön aussieht. So, letzte Schraube. So, dann könnten wir eigentlich das Teil jetzt auch hier. Na, sitzt da noch eine? Irgendwo in der Ecke. Oder sitzt hier eins unter dem Bracket? Ich glaube, da sitzt eine Schraube noch hier unter dem Bracket. Würde ich fast sagen, ja. Weil da löst sich noch nichts. Nee. Also müssen wir das Bracket auch lösen. Dann können wir direkt mal gucken, wie es aussieht, wenn wir das vertikal hinstellen. Ne, das ist jetzt nur die Blende hier, die kann man auch abnehmen, ne, wenn ihr jetzt die Sachen installieren wollt. Und jetzt lösen wir hier nochmal 2 Schrauben. Ich nehme meinen besten. Der ist zwar lang, aber gut. Da fallen die Schrauben nicht immer runter. So, dann können wir das jetzt abnehmen. Seht ihr? Und da sitzt noch die Schraube. Ne? Da ist sie.
So. Und jetzt können wir dieses Bracket hier normalerweise ja ein bisschen nach oben. Also, ne, dann kann man das Bracket hier einfach rausbauen, wenn man es nicht brauchen sollte. So, machen wir das auch mal auf Seite. Jetzt haben wir hier ein großes Fenster. Ja, und wie gesagt, jetzt einfach hingehen und dann wird das hier eingehangen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das geht hier. Ja, so. Ja, und natürlich passt nachher auch die Blende wieder, dass wir hier alles schön geschlossen haben. Ja, ja, und dann müsst ihr aber ja auch vorher wieder, ne, das Bracket hier einbauen. Und dann könnt ihr hier entweder eins oder zwei Grafikkarten einbauen. Ja? Dann sagen viele, ja, wie geht das denn? Ja klar geht das. Ne? Das erste Kabel läuft ja hier. Oder das erste Kabel in den unteren PCI. Ja, und dann der obere geht dann etwas weiter. Ja, das geht. Kein Problem, auch zwei Grafikkarten. Ja? Das ist machbar. So. Ja, müsst ihr aber auch gucken, dass die lang genug sind. Ne? Eine muss jetzt ziemlich weit nach vorne. Die würde ich ganz nach vorne. Die zweite nach hinten, etwas nach hinten. Ja, da müsst ihr gucken, dass die Kabel auch passen, die ihr euch dafür holt. Die Reiserkabel. So, also. Ja, tolle Möglichkeiten bietet dieses Gehäuse. Finde ich toll. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, naja, aber Kalle, der Kasten, der gefällt mir nur gar nicht. Ja, ne? Wie gesagt, kein Problem. Einmal hier eine Schraube gelöst, an der Seite hier. Ja, so, dann gucken wir mal, hier hinten sitzt auch noch eine. So. Und dann könnt ihr ja, müsst ihr hier unten ist ein Haken. Da muss man ein bisschen was mehr sagen. So, war schon ein bisschen krumm. Jetzt geht's. So, also dann könnt ihr den Kasten hier auch ganz rausnehmen. So, ne, vor allen Dingen könnt ihr jetzt hingehen, von hier hinten was draufsetzen. Ja, wer das machen möchte, mit einer LED oder so versehen. Ja, also das ist auch absolut machbar. Ne? Können aber auch, wie gesagt, drin. Hier haben die schöne Öffnungen. Trotzdem das Netzteil rumdrehen, dass der Lüfter nach oben ist, ist trotzdem immer noch eine tolle Möglichkeit. Ja. So, und jetzt haben wir natürlich hier richtig Platz. Ne? Also unten passt nur, ich guck mal gerade, ja, eigentlich sind da gar keine Lüfterlöcher. Ich glaube, unten passt das nicht mit Lüftern oder doch? Ja, ein 120er dürfte passen. Wir können ja mal hier den, der kommt sowieso raus, dieser Lüfter, der dabei ist. Nehmen wir den mal raus hier. So. Kann ich direkt mal gucken, wie es aussieht. Aber wir können auch gleich mal. Ich habe leider nicht mehr ganz im Kopf, was genau alles noch reinpasst. Wir gucken gleich mal in der Beschreibung. Dann kann ich euch das noch mal sagen. Hoppala. Ne, das ist ein ganz normaler 3-Pin-Lüfter, der dabei ist. Also ganz in Schwarz. Ich guck mal gerade, ob hier die Löcher passen. So, da. Nee, so wirklich. Also so wirklich passt das nicht von den Löchern her. Da sind wir jedes Mal auf einer Strebe. Ja, mit ein bisschen. Ich würde sagen, nein. Aber wir gucken jetzt mal in die Beschreibung rein. Wie gesagt, was hier reinpasst. Die Front kann man natürlich auch abziehen. Ich glaube, die ist auch nur geklickt. Boah. Boah. Das habe ich jetzt gerade erst gemerkt. Das war jetzt wirklich kein Spaß.
kein Kunststoff. Das ist Vollmetall. Das Ding wiegt alleine Kilos. Ich weiß nicht wie viel, aber das ist ein fettes Teil. Schaut euch das an, das ist alles Metall. Ich habe gedacht, das ist Kunststoff. Das ist alles Metall, das ganze Teil hier. Auch das hier, das ist alles richtig dickes, fettes Metall. Also das Gehäuse, das ist das schwerste Teil, glaube ich. Wow, habe ich mich gerade erschrocken, wie das runterkam. Ja, da müsst ihr echt aufpassen. Also das Ganze ist wirklich Vollmetall. Darum, das ist hier kein Plastik. Das ist wirklich schönstes Metall. Wahnsinn, also toll. Und ihr seht hier, sitzen die Staubfilter, also auch alles richtig, richtig schön. Also für das Geld, sage ich euch, mit einer Front, das ist alles Metall. Haben wir überhaupt Kunststoff? Das ist auch Metall, die Füße. Ja, das dahinter. Hier vorne ist Metall drauf, das ist jetzt nur so eine Verzierung. Da ist Kunststoff, die Füße. Ansonsten Glas und Metall. Ja gut, hier die Laufwerksdinger, ne? Die sind nochmal cool. Aber ansonsten, auch der Deckel hier, das ist alles Metall. Ja, jetzt gucke ich gerade, kann man den Deckel abschrauben? Nee, man kann dieses Frontpanel hier unten lösen, aber sonst den Deckel, der ist, das ist alles vernietet. Und trotz, dass es jetzt, ja, das heißt, ist auch noch unheimlich stabil. Dabei, dass wir jetzt alles raus haben. Das ist natürlich wirklich jetzt hier, oh, hier kann man jetzt schön arbeiten. Guck mal, was du hier Platz hast. Jetzt kannst du hier hingehen, Lüfter, dies, jenes, alles schön installieren. Also jetzt hast du ja richtig Platz, Netzteil rein, Kabel kannst du toll verlegen. Ja, also das ist schon mal, ja, sehr schön. Sehr schön, auf jeden Fall. Jetzt lest er hier hinten auch nochmal HDD. HDD. Ja, hier können wir auch nochmal HDD. Wer sagt, seitlich will ich jetzt hier nicht nutzen für Lüfter oder einen Radiator oder so, der kann hier hinten nochmal HDDs montieren. Ja, wer das machen möchte. Also kommt immer drauf an, wenn man schöne hat, ja, kann man die auch ins Gehäuse hängen. Also das ist, wie gesagt, auch wieder Geschmackssache. So, da gucken wir mal hier in das Betriebsheftchen rein. Dann gucken wir mal, hier haben wir doch radiatorenmäßig. Ich sehe da also oben, ganz wichtig, hier oben, ja, passt nur ein 280er oder ein 240er. Finde ich aber schon okay. Ja. An der Seite hier, ja, passt ein 360er. In der Front maximal, ja. Oder 240er natürlich. Ne? Und in der Front auch ein 360er, natürlich 240er und ein 280er auch. Ja? Man könnte zum Beispiel in der Front ein 280er, oben 280er, hat man zwei gleiche. Oder 360er vorne, 280er oben, ist auch okay. Ja? Hinten klar passt 120, 140 mm, also im Boden passt da nichts mehr. Also darum sind da auch keine Schlitze, also der Boden ist wirklich nur noch für Belüftung da, damit hier Luft reinkommen kann. Und wenn wir uns die Lüfter anschauen, im Deckel passt auch ein 200er. Hier oben, ja, passt ein 200er. 2x140 oder 3x120. Ja, passt im Deckel. Lüfter passen 3x120. Jetzt denken viele wieder, ja, wenn noch drei Lüfter passen, dann passt auch ein Radiator. Eben nicht, weil der Radiator ist immer etwas länger. Ja, und dann kommst du hier mit dem Ding im System, also hier mit dem Frontpanel, kommst du nicht hin oder hier hinten passt es. Also es steht nicht drin, darum versteift euch da nicht drauf. Das wird nicht bei. An der Seite klar, 3x120 hier. Oder in der Front 3x120 oder 3x140. Ja, jetzt auch wieder. Es passen Lüfter hin, 3x140, aber kein 420er Radiator. Warum? Weil der hier eben von der Länge, weil ein Radiator ist länger wie drei Lüfter. Ja? Na, darum. Oder 2x200er passen auch in der Front. Ja, darum auch hier
Da sind die langen Lüfterschrauben dabei. Ihr könnt hier zwei 200er reinmachen. Ja, sieht auch ganz nett aus. Sieht man ja nichts von, weil die Front zu ist, siehst du dann von innen. Ja, darum, schaut es euch an, wer auf der Suche ist. Guck mal hier, hier haben wir zum Beispiel so ein Bildchen. Ja, da ist das gezeigt, schön mit einem Ausgleichsbehälter, ja, mit einer Pumpe, schön. Und man kann ja auch schön mit Schlauch arbeiten. Ja, wer sagt, nee, Hardtube, Wasserkühlung, ja, ich weiß nicht. Und ah, das schreckt mich immer so. Macht Schlauch. Bei Schlauch seid ihr auf der hundertprozentigen Seite. Da passiert euch nichts. Ja, meine Empfehlung bei Schlauch, nehmt kein 1310er. Der knickt so schnell weg, da können da nicht so enge Radien machen. Also meine Erfahrung ist, 1610er Schlauch, ja, ist da wirklich am allerbesten. Ja. Und da gibt es tolle Schläuche, ja, sei es bei Alpha-Kuh, sei es egal wo. Ja. Achtet aber darauf, dass es auch 1610er ist. Und nicht 9,5 mal 15,9 oder so. Da passt nämlich nachher die Überwurfmutter, das habt ihr ja gesehen in meinem Video, ja, ich habe es ja das letzte Mal gemacht mit Schlauch, da passten dann die Überwurfmutter nicht mehr drauf. Ja, und dann ärgert man sich. Ne? Und ich kann euch jetzt die Story erzählen, der Kai, ne, den habt ihr ja mal kennengelernt, der hat das auch wieder mal versucht mit Schlauch und der hat genau das gleiche Problem gehabt. Der hat den EK-Schlauch bestellt, 1610, und was kommt? 9,5 mal 15,9. Der passt nicht. Der hat die Überwurfmuttern auch nicht auf. Der war so stinkend sauer. Hat natürlich dann hingeschrieben und dann haben die den neuen Schlauch. Und was glaubt ihr? Ja, die schicken glatt den gleichen Schlauch nochmal. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wo der Schlauch drauf passt. Wahrscheinlich auf IK-Anschlüsse. Vielleicht sind die etwas anders. Haben etwas mehr Platz bei der Überwurfmutter. Ich weiß es nicht. Ja. Also ich habe mir jetzt 1610er klaren bestellt. Ja, auch bei Bisky, kann ich euch auch sagen. Aber der war unheimlich gelblich. Sieht man im Gehäuse nicht so. Ja, also das sieht man nur, wenn man den wirklich auf den weißen Tisch hier legt. Ja. Da war der also ziemlich... Habe ich natürlich auch hingeschrieben. Vor allen Dingen waren es nicht 4 Meter, die ich bestellt habe, sondern nur 3,75 Meter. Und wenn ich 4 Meter bestelle, möchte ich keine 3,75 Meter. Ja, kurze E-Mail hingeschickt, boah, was soll ich sagen, besser geht's nicht, die haben Dreck geschrieben, wir nehmen den Schlauch jetzt aus einem anderen Paket, ja, kann sein, dass der vielleicht öfter schon länger offen lag, dass der so ein bisschen vergilbt ist, nehmen einen neuen und schicken mir nochmal 4 Meter nach, ja, kostenlos natürlich, ja, kann man nicht anders sagen, toller Service, also muss man auch sagen, ja, man muss nicht direkt frech werden, man muss einfach nur mal hinschreiben, ich habe da wirklich nett hingeschrieben, dass es wirklich nur 3,75 Meter sind, wäre nicht okay, ne, und dass der eben so gelblich ist, das wäre auch nicht okay, wollte ich Ihnen mitteilen, Gruß, ne, Kalle, ja, und seht ihr da, jetzt kriege ich 4 Meter nochmal geschickt, ich hätte auch mein Geld zurück, also der hat mir beides angeboten, Gutschrift oder Geld zurück, oder eben er schickt mir nochmal 4 Meter, ja, aus einem anderen Paket, ne, wo der vielleicht dann nicht so vergibt. Ja, prima, ich brauche den Schlauch sowieso immer mal. Und da habe ich mir nochmal 4 Meter jetzt kommen lassen. Die kommen jetzt, ich glaube morgen, übermorgen kommen die schon. Ne, also da seht ihr, ne, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch raus. Ja. Ne, und hier steht nochmal alles drin. Also ihr könnt hier nochmal ruhig reingucken. Ne, wie gesagt, alles reinpasst. Lüfter passen bis 170 mm, also CPU-Kühler können bis 170 mm hoch sein. Grafikkarten bis 280 mm. Ja, es kommt immer darauf an, was wir in der Front natürlich einbauen. Ja, das ist auch mal wichtig. Da müsst ihr dann nochmal genau nachgucken. Ja, aber ansonsten sind das schon mal so die Maße, die ich euch hier mitteilen kann. Ne? Wir haben ja jetzt den Käfig ausgebaut. Da ist alles raus. Da kann die Grafikkarte auch länger sein. Da werden wir mal kurz messen. Wenn wir jetzt mal hier eine Grafikkarte nehmen. Also die kann ja, ja, die kann bis, wenn vorne nur Lüfter sind, kann die bis 38 cm. Platz ohne Ende. Platz ohne Ende. Ja. Also, so sieht's aus, meine Freunde. Ja, also viele, viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, der Preis ist etwas über 60 Euro. Das ist meines Erachtens absolut top. Top, top, top. Also mehr kann ich nicht sagen.
Ansonsten, ja, meine Freunde, Fazit kann ich euch sagen, hier stimmt Preis-Leistung. Viel Metall, ganz wichtig, also kein Plastik, Kunststoff irgendwie. Ja. Also richtig tolle Möglichkeiten, wir können vieles verbauen, sei es Luftkühlung, sei es Wasserkühlung. Ja, also hier haben wir wirklich tolle Möglichkeiten. Hier kann jeder seine Grafikkarte schön vertikal präsentieren. Wie gesagt, beim Reiserkabel müsst ihr gucken. Ja, also das, was ich jetzt schon zweimal gekauft habe bei Amazon, ist gar nicht teuer. Ist aber auch nur ein 3.0 Kabel. Wichtig ist, wenn ihr eine neuere Grafikkarte habt und die ist 4.0 tauglich, guckt, dass ihr euch auch ein 4.0 Kabel nehmt. Die sind natürlich dann wieder wesentlich teurer. Ja, also da kostet schon so ein Kabel 60, 70 Euro, je nachdem. Das, was ich jetzt immer nehme, für meine 2060 zum Beispiel oder hier für die 580, das ist 21 Euro, 22 Euro, glaube ich, bei Amazon, ja. Und da bin ich sehr zufrieden mit, passt in fast alle Gehäuse. Ne? Wenn ihr das Bracket hier nutzen wollt, so dass das Reiserkabel auch hier dran geschraubt wird, ja, dann müsst ihr gucken, dann empfehle ich euch die Dermatec-Kabel zu holen. Ja? Also da achtet drauf, dann passt das auch. Ja? Die sind nämlich ja hochkant, ja? Also das, hier kommt die Grafikkarte rein, ja? Und von hier wird die dann festgeschraubt. Ne? Also auch ganz wichtig. Die Brackets hier können wir natürlich abschrauben, auch einmal hier hinsetzen, einmal da hinsetzen. Ja, also, boah, ist immer sehr fest. Ja, das ist alles maschinell heutzutage. Da sind die Schrauben dann immer am Anfang, ja, etwas fester. So, jetzt müssen wir gucken, wie das rausgeht. Genau, so. Das wäre jetzt eine Grafikkarte zum Beispiel oder eben ja ganz nach vorne. Das müsst ihr entscheiden, wo ihr eure Grafikkarte dann hinsetzt. Ne? Und so könnte man jetzt hier auch zwei setzen. Na, hier ist noch Platz, das passt und hier auch. Ne? Oder noch einen davor. Also das könnt ihr machen. Das müsst ihr gucken, wie ihr das machen wollt. Obwohl, ich glaube, SLI oder Crossfire, ich weiß nicht, ob es heute noch jemand macht. Ja, es kommt immer drauf an. Aber man hat die Möglichkeit. Das ist immer wichtig. Ja. Wenn man sie nicht hat, kann man es gar nicht machen. Ne? So kann man es machen oder man lässt es. Ne? Ja, meine Freunde, ich hoffe, euch gefällt das Gehäuse. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, lasst ein Abo da, da würde ich mich riesig drüber freuen, dann verpasst ihr die nächsten Projekte nicht, ja. Muss mal gucken, was ich hier einbaue, ob ich hier was einbaue, das entscheidet sich eigentlich dahin, ob das andere Gehäuse jetzt direkt kommt oder ob es dann doch etwas länger dauert, ja. Dann werde ich das nochmal machen mit dem Umbau, dann werde ich das hier mal einbauen. Vielleicht gucke ich mal, ob ich hier doch nochmal jetzt keine Wasserkühlung vielleicht oder doch. Oder eine Luftkühlung. Ja, mal mit einem richtig fetten Luftkühler mal wieder was mache. Ja, einfach schöne Lüfter hier rein. Müssen ja jetzt auch keine RGB sein. Also man muss jetzt hier in der Front nicht unbedingt RGB-Lüfter reinmachen. Ja, man kann jetzt hier normale Lüfter nehmen. Ja, man könnte hier an der Seite normale Lüfter oder RGB-Lüfter. Hier könnte man jetzt RGB-Lüfter nehmen. Ne? Das ist dann aber auch nur dem Aussehen geschuldet, wenn man jetzt hier Luftkühlung macht. Ja? Aber man will ja auch ein bisschen was schön haben. Ja, da würde ich zum Beispiel jetzt hier in der Front 340er reinhauen. Ja? Ein paar schöne Gehäuselüfter. Müssen gar nicht so teuer sein. In Schwarz, ganz normal. Hier 120 mm schöne RGB-Lüfter. Ja. Hier oben 3 oder 240er. Ja. Hier hinten einen schönen und fertig. Ja. Und dann hast du hier den Luftkühler, vielleicht auch noch mit RGB, kommt ja drauf an. Und dann kannst du hier unten natürlich den Platz nutzen, kannst du den Festplattenkäfig, wenn du den brauchst, wieder einbauen. Ja. Dann kannst du die Abdeckung einbauen, kannst vielleicht das Netzteil rumdrehen. Ja. Wenn du so ein Netzteil hast, kannst du auch hier die Abdeckung komplett weglassen. Ja. Also das muss jeder für sich entscheiden. Also da müsst ihr eure Fantasie mal freien Lauf lassen.
hier hat man das. Natürlich kann man auch hingehen, das habe ich das letzte auch mal gedacht, man kann hier nochmal eine Platte vorsetzen, wenn man jetzt sagt, okay, wenn das ja hier drin ist, ne, man kann ja hier reingucken. Da sieht man ja trotzdem die Kabel vom Netzteil, je nachdem. Ja, man kann auch hier eine Platte hinmachen. Ne? Kann man auch machen. Ja? Ich bin aber überlegen, ob ich mir nicht so eine kleine Dekopiersäge mal besorge und dann schön mit Acryl sowas zum Beispiel mal mache und zeige, wie ihr sowas dann auch mal mit Acryl abdecken könnt. Ja? Ne? Folieren und dann einfach hier reingemacht. Und fertig. Ja, also das kann man auch wunderschön machen. Ne? Vielleicht nur gar noch ein bisschen was mit Aufklebern und so weiter. Ja, ja, wenn nicht immer das liebe Geld wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch einen Plotter hier. Dann würde ich sowas selber machen. Ja, dann hätte ich alles hier mehr. Aber ihr wisst selber, das Ganze, was ich hier mache, ist schon unheimlich kostenaufwendig. Ja, viele fragen immer, wie macht er das alles? Ja, viel arbeiten. Ich lebe alleine, kann man sich das vielleicht ein bisschen besser leisten, kommt immer drauf an. Ja, aber wie gesagt, ist mein Hobby und das macht mir Spaß hier und ich hoffe, euch macht es auch Spaß und dann ist alles gut. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht komme ich mal demnächst, ich habe jetzt gerade schon mal geguckt, was sowas kostet, so eine Säge, so teuer sind die jetzt nicht. Ne? Aber das wäre vielleicht auch mal was. Sowas zu zeigen dann, mit Acryl so Abdeckungen machen oder. Ne? Man kann auch damit natürlich eine Backplate machen. Ja, man kann damit viele Sachen machen, ne? Wie zum Beispiel jetzt hier hinten auch dieses Fenster. Könnte man so lassen oder eine kleine Plexiglasscheibe draufgeklebt. Ja, das kann man schön mit Silikon dann machen. Also gibt es so einen Silikonkleber. Ja, und dann hast du hier so ein, und dann von hinten noch eine LED davor. Ja, also man kann, gibt schon Möglichkeiten. Ne? Und dann hat man was zum Brasseln, zum Basteln. Und ja, jeder, der so gerne bastelt, ja, gerade im PC-Bereich, ja, bietet sich dieses Gehäuse wirklich schön an. Ja, weil auch der Preis absolut, absolut. Ich kann noch mal kurz gucken. Nebenan der Rechner ist gerade an. Ich guck mal gerade, wie es im Moment vom Preis ist. Dann habt ihr da auch schon mal wirklich, da müsst ihr nicht lange suchen. Gucke ich mal rein. So. Dermatec, da haben wir es doch. Ja. Wer das Gehäuse in weiß möchte, ja, das gibt es natürlich auch in weiß. Ja, also das ist auch ganz wichtig. Ne? Und wir haben jetzt im Moment einen Preis von 64,90. Ja, bei Amazon oder bei Alternate. Ja, bei Amazon ist es gratis Versand. Wer Prime-Kunde ist. Ne? Express-Zustellung möglich. Also für 64, sagen wir 65 Euro. Also da kann man nichts verkehrt machen. Ne? Na, und wie gesagt, wer das in weiß möchte, ich gucke aber nochmal nicht, dass ich da was Falsches sage. So, ja. In weiß ist es aber, doch ist es hier bei Elektro, aber da kostet es 102 Euro. Warum ist das so teuer? Also, ist Österreich. Also in Deutschland ist es nicht lieferbar. Ja, ist es also noch nicht. Die meisten kommen am 21.01. Also dauert noch ein paar Tage. Dann gibt es auch in Deutschland, ja. Aber das Weiße ist der günstigste Preis, 92 Euro. Wow. Wow, das ist teuer, ne? Ja, das finde ich wirklich teuer. Was ist Kinger? Heieiei. Warum ist das so teuer? Das geht hier bis 180 Euro bei Amazon.de. Warum ist das so teuer? Ja, tatsächlich. Eieiei, 180 Euro und 86 Cent bei Amazon. Gewöhnlich versandfertig in 6 bis 10 Tagen. Was ist der Unterschied von dem zu dem?
Ja. Also, wer es weiß möchte, der muss tiefer in die Tasche greifen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ein Preisunterschied ist. Fast das Doppelte, dreifache fast. Wahnsinn. Ja, also da seht ihr mal, ne? Also wie sich Preise ändern. Darum greift zu, wenn ihr ein neues Gehäuse sucht, wenn euch das gefällt. Ja, da würde ich sagen, also für 65 Euro macht ihr hier nichts verkehrt. Ja, ne? Wer natürlich jetzt drauf steht, nee, die Front muss klar, ja, dann ist es nicht das richtige Gehäuse. Ja, da müsst ihr euch was anderes suchen. Ne? Aber ansonsten, meine Freunde, wie gesagt, Abo dalassen, dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht. Wichtig, ganz wichtig, bleibt gesund, meine Freunde. Ja, das wünsche ich euch allen. Ja, für dieses Jahr ganz wichtig, immer gesund bleiben, ne? Lasst euch nicht ärgern. Und die Zeiten werden aber hoffentlich wieder besser. Ja, jetzt wieder Corona, Optimus und keine Ahnung, wie das alles heißt. Ja, also es wird ja, ich weiß gar nicht, ob das nochmal irgendwie ein Ende nimmt, aber naja, gut, da müssen wir durch, ja, das ist auch ganz wichtig. Und was sagt der Kalle ganz zum Schluss? Genau, meine Freunde, genug gequatscht. Tschüss zusammen!